Hallo und willkommen, liebe Freunde der gepflegten Zeitverschwendung, zu einem neuen Let's Play. Too Creative stellt vor Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles. Title Tempest am Start, ja, ehemals Kimiko Lynx, zum neuen Channel ein neuer Name. Ich war den alten sowas von leid. So, und um gleich reinzukommen, Title Tempest erstellen. Ja, bitte. So. Ich habe eben schon mal angespielt, das möchte ich dazu sagen. Ich habe das auch schon aufgenommen. Entschuldigung, aufgenommen gehabt. Das Problem war, zum einen war ein... Zum einen war die Lautstärke etwas laut, also die Musiklautstärke. Die ist super... Die passt wirklich super dazu und alles, aber... Teilweise ein bisschen störend laut. So. Ich würde sagen, wir fangen an und wir nehmen schwierig, denn auf leicht wurde mir alles sofort gesagt. Jetzt gucken wir uns erstmal das Intro an. Na toll. It seems that we have a visitor, Holmes. Indeed. Come in. Hello, Sir Henry Baskerville. Did you have a good trip? But how do you know who I am? I had not announced my visit. By looking at your dress, it is totally unsuited to our wet English weather. This allowed me to deduce that you came here in a hurry and carrying the bare minimum in your luggage. Then there is a blue ink stain on your thumb, the same blue ink used by the passenger service at Waterloo Station to print their tickets. Your ticket has stained your thumb because of the rain. Also, my attention was attracted to your cufflinks with the initials HB, but still I had not yet made the connection with the famous Baskerville family. It is by remembering a Times article that I deduced your identity. It was telling of the odd death of Charles Baskerville and the likely return of his nephew and only heir, Henry. Brilliant. Your reputation is well deserved, Mr. Holmes. But let me explain the purpose of my visit. I am... You do not believe in legends, and you would like to clear the circumstances of your uncle's death. You need a factual, logical, and rational explanation of what some call the curse of the Baskervilles. And who else, in all modesty, but Sherlock Holmes and his faithful friend Dr. Watson would be able to solve such a mystery? Watson, my friend, pack your bags. We're leaving for Baskerville Hall. Tell us about the curse of the Baskervilles, Henry. Its origin dates back to my ancestor, Hugo Baskerville. It is said he was a vile person who earned the wrath of the devil. After his death, all our ancestors seemed to come to bad ends at Baskerville Hall. At the scene of each death, there were always dog or wolf tracks, but gigantic. Thus, over the centuries, a legend was built, that of a creature from hell, the Hound of the Baskervilles. My uncle was sure that it was a reality. He was convinced that the beast would take him sooner or later, as it took all those our lineage. With his last letter, he sent me this medallion. According to Charles, it was needed to break the curse of the Baskervilles, but he did not know how to use it. Do you believe in this legend, Mr. Holmes? We'll have to exhaust all other hypotheses before falling back on that one. Baskerville Hall in sight. Tja, so viel zur Vorgeschichte. Holmes, Doctor, welcome to Baskerville Hall. The servants are not here to welcome us, I fear. They were severely affected by the death of my uncle and have since retired. The family portraits gallery, I assume. But why such expressions on their faces? These pictures have not always been so disturbing. According to my uncle, the changes in the paintings occurred after the violent death of the portrayed Baskerville. It appears to be one of the effects of the curse. Have you noticed? The family coats of arms under the pictures are missing. Indeed, it is an interesting point to begin our investigation. Where can these coats of arms be, and why did they disappear? Let's try to find them. I cannot stay here any longer. The sight of those ghastly faces is unbearable. Okay, und man hört direkt den Hund bellen. So.
Also, einer seiner Onkel, beziehungsweise sein Onkel Hugo, hat den Zorn des Teufels auf sich gezogen und nach seinem Tod sind alle Baskervilles von eben einem mysteriösen Hund, so denkt man sich das, getötet worden. Und mir wird trotz der Schwierigkeit immer noch angezeigt, dass hier was ist, was ich jetzt ein bisschen albern finde. So, und es wurde gerade darauf angesprochen, dass eben die Porträts alle ganz fürchterlich aussehen. Und ich meine, guckt euch das mal an, das stimmt auch. Die sehen ja alle ganz erbärmlich aus, also wirklich zombie-mäßig. Und die hätten sich erst geändert, seit diese Leute eben von diesem Hund angefallen worden sind. Fucking interesting. Ihr werdet auch gemerkt haben, dieses Spiel ist im Gegensatz zu allen anderen Sherlock Holmes-Spielen, die ich bislang gespielt habe, etwas anders. Ich finde es so eigentlich sogar besser. Das einzig wirklich schade ist eben, dass es nur englische Sprachausgabe ist. Aber naja, muss man mit leben. Roger Baskerville, von da bis da, war ein berühmter Jäger. Zweifelsohne der Beste im ganzen Königreich. Man kann sich hier eben die ganzen Porträts ansehen. Gott, sieht die aus. Schlimm, ey. Louisa Baskerville war eine der talentierten Schauspielerinnen, die über eine äußerst lebhafte Fantasie verfügte. Die arme Frau starb bereits mit zarten 26 Jahren. Gott. Ja, man kann sich eben alle ansehen und ne, der ist der und Gott, oh Gott. Lily Baskerville, was jetzt die? Lily war Rogers Tochter. Sie begleitete ihn auf seinen Reisen, um sich dem Studium der Natur und Insekten zu widmen. Sie war eine Insektenkundlerin. Gott, klingt das langweilig. Der sieht aus wie so ein Pirat. Künstlerin, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist der Onkel, der letztlich erst verstorben ist. Charles, mein Onkel. Es ist nicht leicht, dieses Porträt zu betrachten, das sich so sehr gewandelt hat. Ja. So ein Wappenstück liegt hier direkt. Und das ist auch schon aufgeleuchtet. Stück von Rogers Türschloss. Das ist auch ganz wichtig. Das Wasser fällt einem sofort ins Auge. Das ist eben, das gehört, ich glaube 20 Minuten habe ich mal angezockt. Wobei 10 Minuten sowieso für die ersten Rätsel draufgegangen sind. Welches auch jetzt gleich kommt. Ich gucke nur, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe beim letzten Mal. Nee, das waren nur die Porträts. Diese Tür ist mit Brettern verbarrikadiert. Wir müssen die Bretter entfernen, wenn wir den Raum möchten. Das klingt logisch. Also dafür braucht man auch keinen Holmes sein. Wer Tipps, also wenn wir mal Tipps brauchen, kann man einen Tipp nehmen, möchte ich aber jetzt eigentlich nicht. Ich möchte versuchen, es so zu lösen. Das weiß ich allerdings noch. Das muss da reingesetzt werden. So, und jetzt müssen wir, da habe ich, na gut, 5 Minuten würde ich sagen, es war nicht lang. Es ist auch nicht allzu schwer drauf zu kommen. Das Einzige, was man wirklich Vernünftiges machen kann, man sieht ja hier, manche sind, ne, also man sieht ja die Verbindungen, theoretisch muss alles miteinander verbunden sein und halt so, dass es ansatzweise logisch ist. Zum Beispiel das, ne, das wird nicht mit dem verbunden, weil da eben kein Zugang zu ist. Das ist blödsinnig, dahin zu verbinden. Also ich glaube, Moment, der, wo habe ich denn den bitte hingesetzt? Den habe ich, glaube ich, hier hingeklatscht. Moment, wie ging denn das? Das ist ja blödsinnig. Oh je, Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein. Der sollte dahin. So. Das sieht schon mal etwas logischer aus, bis auf den hier. Der sieht ein bisschen albern aus. Nein, das ist auch nicht richtig. Den kann man eigentlich nur dorthin machen. Das ist eigentlich auch Quatsch. Moment. Ist wirklich nicht schwierig, auch wenn das jetzt echt bescheuert aussieht, aber es ist eigentlich echt furze einfach. Müsste es jetzt im Moment, oh Gott, sagen, tada, mehr ist es nicht. Ist so einfach eigentlich. Wirklich großartige Arbeit, mein Freund, du hast es gelöst. Das habe sogar ich null ganz schnell hinbekommen. Ja, und was haben wir hier? Sir Roger Baskerville is certainly one of the most famous hunters in all of Great Britain. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, ich habe ja vorgelesen, das erste Porträt dieser Jäger, das ist eben dieser Roger gewesen, den ich draußen gesehen habe. Und guck mal bitte hier die Augen, ist das nicht geil? Wieso blinzeln tote Tiere? Komm, sage ich es, hey, blinzel. Warum ist das so?
Indeed, Dr. Watson, my grandfather spent a large part of his life traveling the colonies of the Empire to stalk the largest predators in the world. Hmm. Let us try to learn more about the tragic death of Sir Roger Baskerville. Such a distinguished hunter could not possibly have been killed by a simple dog. Naja Gott, wenn du nicht damit rechnest, Holmes, dann du hast ja nicht tagtäglich mal eben eine dicke, fette Schrotflinte unter den Arschbacken hängen, ne? Oh! Oh Gott! Schon wieder erschrocken, oh mein Gott! Ich habe mich das erste Mal schon erschreckt. Im Übrigen, tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht alles mit vorlese, aber es ist ja mit Sprachausgabe, wenn ich jetzt auch noch dazu quatsche, dann hört ihr alles durcheinander, das ist ja nur aualbern. Ihr müsst leider lesen, tut mir leid, das hat nun mal das Spiel so an sich, das ist der einzige Nachteil dabei. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter umsehen, mache ich einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Run. Bye bye, eure Title Tempest.